Ja, moin Leute und willkommen zurück bei den Rust Boys und heute mit mir nur mit Udo am Start. Und wir machen ja immer so richtig lustige Fahrvideos und so Sachen. Und da haben wir uns diesmal was richtig Interessantes und Ausgefallenes überlegt. Und da werdet ihr wahrscheinlich erstmal so nicht drauf kommen, außer das Thumbnail verrät es natürlich. Aber wir haben einen Bekannten gehabt, er meinte zu uns, er kam so, ey Udo. Und Udo meinte so, ja, was ist los? Ja, ich habe hier so ein komisches Ding hier, muss echt damit fahren. Das Ding ist echt schnell. Ich so, na, was ist es denn? Und was hat er mir gezeigt? Er wird das hier gezeigt. Ein blöder Roller, habe ich mir gedacht. So ein komischer Scooter, mit dem eigentlich die Kinder durch die Gegend cruisen und was man so alles mieten kann. Die meisten werden sowas erkennen von den ganzen Mietfirmen. Na, auf jeden Fall hat der nette Bekannte mir dieses Ding zur Verfügung gestellt. Er meint, ich soll doch damit eine Probefahrt machen und das Ding mal testen. Und vielleicht kommt da was Cooles bei rum. Ja, das habe ich mir auch gedacht und bin damit aufgestiegen. Und ich dachte mir so, Junge, Junge, das Ding geht ja übertrieben ab. Also, ich grinse jetzt schon, weil ich euch versprechen kann, es wird ein so irres Ding werden. Das glaubt man einfach nicht. Wie auch immer, ich zeige euch erstmal was. Lasst erstmal eine Runde fahren und dann machen wir einen kurzen Zwischenstopp. Aber ihr werdet gleich beim Fahren sehen, das ist ein RE-Scooter der anderen Art. So, die Kamera sitzt. Ich würde sagen, es geht los. Dann können wir mal unsere Sicherheitshandschuhe anziehen, eine Runde Roller zu fahren. Zündung an. So. Erstmal loscruisen hier, ne? Ich meine, ja, ist halt ein Roller, ne? So doll kann das eigentlich gar nicht sein, denkt man sich. Na, wir werden ja mal gucken, wie das so ist alles. Es geht schon ganz gut ab. Ich glaube, die Autos nach vorne fahren schon so bestimmt 50 km/h. Aber wir fliegen easy mit. Ist überhaupt kein Problem, hier mit den Autofahrern mitzufahren. Spielverderber rum. Wie gesagt, wir fahren jetzt so auf dem soften Modi rum. Das entspricht so, was wird es hier sein? 25 km/h oder so. Viel ist es nicht. Aber jetzt schalten wir wieder auf aggressiv um. Boah, jetzt geht's ab. Wie gesagt, mit beiden Modi, da geht's richtig ab. Muss man auch den Lenker echt gut festhalten. So, jetzt ziehen wir auch übertrieben ab. Wie mit dem Motorrad an der Ampel. Zack. LKW zu überholen ist absolut kein Problem. Drück einfach alles, was geht. Der Tacho, der geht leider falsch. Aber gut, darauf kommt es ja auch nicht an. Auf jeden Fall, das Ding ist schnell. Da guckt schon die ersten Leute. Er ist auf jeden Fall sauer.
So, ja, bestes Wetter ausgesucht zum eine Runde fahren. Bin jetzt hier gerade in irgendeinem Parkhaus, aber hier ist gut, weil hier ist nämlich gut gedämmt und alles. Das heißt, ich kann hier richtig gut quatschen. Und ihr seht ja, ey, dieses Ding geht schon heftig ab. Und wie ich euch vielleicht gerade erklärt habe, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Ich mache auf jeden Fall einfach nochmal eine kurze Einleitung, nachdem ich euch direkt mit einem Fahrvideo geschockt habe. Ich habe ja ganz normal hier die Zündung an und aus. Dann sieht man die Voltspannung hier. Wir sind so bei 64 Volt, voll aufgeladen. Dann gibt es hier natürlich auch eine Hupe, die aber irgendwie nicht funktioniert. Und die Beleuchtung gibt es hier auch. Die ist schon angebracht, wenn man nachts fährt. Ja, was gibt es noch so zu sagen? Ansonsten, ich meinte schon vorhin, dass es hier Single- und Dual-Modus gibt. Turbo- und Eco-Modus, dieser Roller. Der hat hier drinnen in der Narbe die Motoren. Einmal hier und einmal hier. Das heißt, wenn man entspannt fahren will, fährt man halt entspannt. Und wenn man ein wenig auf Krawall fahren möchte, so wie ich das jetzt gerade getan habe, um euch mal zu zeigen, was hier so geht, dann drückt man einfach mal richtig heftig auf die Tube. Und einem anderen Autofahrer hat es scheinbar nicht gefallen. Aber gut, das soll ja nicht mein Problem sein. Ich meine, geht halt heftig ab, das Ding. Und noch eine Runde fahren bei dem schönen Wetter, oder? So, legen wir mal wieder los. Ja, ansonsten Thema Reichweite. Ich bin jetzt letztens damit gefahren und so 30, 40 Kilometer, je nachdem wie man fährt. Wenn man so fährt hier, dann wird es eher so die 30 Kilometer halten. Aber wenn man so auf halber Leistung fährt, dann kommt man natürlich deutlich weiter. Aber wir wollen ja nicht auf halber Leistung fahren hier, wir wollen ja schon Spaß haben damit. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so eine Laune machen kann. Muss halt aber super aufpassen in Kurven. Erst recht so bei Nässe. Wenn das Vorderrad losdreht, dann packt man sich sowas voll aufs Maul. Aber wir haben ja Gott sei Dank heute gute Straßeneigenschaften. Das heißt, wir können hier so richtig schön lang schieben. Was halt ein bisschen fies ist bei einem Roller. Vollgas ist okay, aber wenn man so Dreiviertel Gas fährt und dann in der Abbremsfunktion ist, dann hat man, wenn man es so sieht, man hat dann so ein übelstes Pendeln hier. Da muss man wirklich das Ding ein wenig kennen und ein bisschen in den Griff haben. Und ja, das ist halt ein bisschen tückisch und fies an der ganzen Sache. Aber na gut, wenn man das Ding jetzt ein paar Mal gefahren ist, dann gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Und dann ist es alles nur halb so gruselig. Aber es ist schon wirklich heftig. Was auch geil ist an dem Ding, dadurch, dass das Ding so eine fetten Räder hat, kann man damit auch richtig gut irgendwie Bordsteinkanten runterfahren. Und man kann damit auch ganz entspannt im Wald fahren. Wie gesagt, man muss immer nur bedenken, dass das Ding halt übertrieben Leistung hat. Und ich habe vorhin kurz was abgehört, man versteht mich ganz gut, wenn ich hier so quatsche. Das Ding hat Scheibenbremsen, hydraulische. Es braucht es aber auch. Also würde das Ding keine Bremsen haben, würde ich damit überhaupt nicht fahren wollen so. Weil die Beschleunigung ist schon doll. Auf jeden Fall eine Simson ziehe ich damit ab. Für alle Leute, die hier bei uns zwei Simson Sachen verfolgen, es geht schon heftig los. Worauf wir alle garantiert heiß sein werden, ist, wie schnell das Ding dann wirklich läuft. Ich muss ehrlich sagen, dieser Tacho, der hier ist, der zeigt einfach irgendeinen Humbug an. Da steht einfach immer 99 oder man fährt 25 km/h und er zeigt hier über 40 an. Das kann also nicht hinhauen. Habe mich damit jetzt aber auch nicht weit auseinandergesetzt, diesen Tacho zu justieren. Das heißt, wir nehmen wieder das gute alte GPS auf dem Smartphone, um eine etwa Geschwindigkeit zu ermitteln. So, wir resetten das Ganze hier und packen das Ganze hier rein und gucken wir mal, ob das hoffentlich was aufnimmt. So, jetzt fahren wir einfach noch eine Runde rum und schauen, was wir so schaffen. Beim Anfahren muss man auch richtig aufpassen, dass man nicht völlig ausrastet, weil das Vorderrad macht Wheelspin. Da packt man sich sonst auch übertrieben hin. So. Tacho 99.
Jetzt sind wir ein Stückchen hier gefahren. Kurz mal ein Break hier. Also, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wir haben ja einen maximalen Speed von 66 geschafft. Das ist schon völlig gestört mit so einem Ding. Aber ich meine, es ist halt sehr, sehr witzig. Deswegen wundert es mich nicht, dass ein Autofahrer vorhin ein wenig stutzig geguckt hat, als er dann neben mir an der Ampel stand. Ist ja voll eingeblendet. Und naja, wollen wir weiterfahren. Das ist schon, dass man mit Radfahrern zusammenfährt, man zieht ja einfach gnadenlos ab. Die Autobahn, da wollen wir nicht hin, das wäre dann erstmal doch zu heiß. Obwohl in der Rush-Hour könnte man auch ein Stück Autobahn fahren, aber dafür ist mir das zu weit außerhalb. Eigentlich würde ich ja gerne so ein paar E-Scooter treffen, aber irgendwie ist es gar nicht so einfach, irgendwen zu finden, der so eine E-Scooter hier fährt. Wir sind doch dafür im falschen Stadtbezirk. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht so viel fahre. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie wieder liegen bleibe wie beim letzten Mal. Ist jetzt los. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe das Video gestern angefangen zu drehen. Bin gefahren, plötzlich war der Akku leer, weil das schlagartig von 50 Volt auf 4 runterging, was vielleicht nicht so sein sollte, aber da steckt man manchmal auch nicht drin in der Elektronik. Aber das Ding ist auch seitdem auch schon über 40 Kilometer gefahren, wie ich schon vorhin meinte. Naja, schleicht mir zu langsam rum der Typ. Junge, ich schleiche da hier rum. Und das sage ich mit so einem scheiß E-Scooter. Mein Gott, Walter, fahr doch jetzt hier.
gucken irgendwie halt alles sehr ungläubig an, wenn man diesen Scooter fährt. Gutes Tempo. So, bisher habe ich noch keinen richtigen Endgegner gefunden hier. Einen netten Herrn mit seinem Fahrrad, aber mit dem konnte ich auch jetzt nicht wirklich fahren, weil er gerade hier an der Kreuzung hat angetroffen. Ja, was soll's, dann fahre ich halt hier erstmal so. Wie gesagt, ich fahre hier gerade auf der Hauptstraße und ist absolut kein Problem hier. Sogar mitten auf der Straße kannst du fahren. Beim Bremsen merkt man immer, dass das Ding so ein bisschen schlingert, aber gut, ist halt so. Ah, ich habe da jemanden entdeckt. Hallo, ist es Ihr eigener E-Scooter oder ist es ja, so ein Leihscooter? Geil, weil ich suche gerade nämlich jemanden, ich weiß nicht, ist okay, wenn ich dich dabei mitfilme, ich mache gerade ein YouTube-Video. Ja. Ich suche gerade jemanden, der mit mir so ein bisschen so mit so einem E-Scooter rumfährt, weil ich gerade so eine Rezension von so einem E-Scooter von einem Kumpel mache. Und weiß nicht, ob du mal ein bisschen was zu deinem Scooter erzählen willst. Was hast du leistungsmäßig was gemacht? Was schafft das Ding so? Also, wie normal 20 km/h und soll halt angeblich 64 Kilometer schaffen. Hast du mal getestet, offen? Also, im Sportmodus schafft es weniger. Aber kriegst du den Sportmodus jetzt rein oder nicht? Ja, ich könnte ja. Geil, dann wollen wir eine Runde fahren, weil das Ding schafft auch ordentlich was. Oder wir fahren hier lang, hier ist frei, hier können wir easy fahren. Ich habe jetzt jemanden gefunden, der Bock hat, mit mir eine Runde E-Scooter zu fahren. Ist gutes Wetter, dann fahren wir eine Runde. So, ich mache mal erstmal einen normalen Modus an. Das ist jetzt der normale Modus bei dir, ja? Sportmodus, ja. Das ist Sportmodus. Aber da kann man 20 km/h fahren. Ja, naja, wir fahren jetzt mal 20 km/h. Ich bin mit dem auch schon 30 gefahren. Aber? Die ganze Zeit und dann wurde ich von der Polizei angehalten. Ach so, ja, da muss man aufpassen. Ja. Weil das Ding, ich fahre jetzt gerade 20% Gas. Guck, ich drück mal richtig drauf. Warte. So, wo Polizei, wir sind doch gerade bei der Bundespolizei. Er kommt gar nicht hinterher. Aber komm, du kannst mir euch erzählen, dass das der Sportmodus bei dir jetzt ist. Ja. Das sind jetzt 30? Nee, 20, also ich fahre nur 20. Ich kann einfach nur 30 fahren, deswegen. Ja, ich fahre ja auch gerade nur 20, also. Ja. Was meinst du? Ja, mehr geht nicht. Na gut. Okay, lieg da vorne rechts ab. Okay. Dann auf jeden Fall trotzdem danke dir, dass wir so gefahren sind. Also hau rein. Tschö. Ja, das war ja wohl nichts hier. Jemand, der hier ein ehrenwerter Konkurrent ist. Oh, aufpassen hier. Boah. Wir denn hier gelandet? Hier war ich auch noch nie gewesen, irgendein Skaterpark. Ich werde mit dem Ding auch noch richtig gut springen, aber dadurch, dass es nicht mein Eigentum ist, werde ich das mal lieber nicht machen. Aber hier ist auf jeden Fall heftig. Das ist ja echt ein cooler Platz hier. Davon wusste ich ja hier gar nichts. So, wo blascht da überall? Das ist nicht gut. Na gut, ich bin damit irgendwie auch schon am Ende meines Videos angekommen. Habe ja eine echt krasse Location gefunden. Ja, also was soll ich sagen? Der E-Scooter, hätte nicht gedacht, dass mir das Ding so viel Freude bereiten kann, aber das Ding ballert echt mächtig los. Und ja, ich würde mal sagen, was ist mein Fazit zu dem Ganzen?
Anfangs war ich sehr skeptisch gewesen, weil ich also diese ganze Elektromobilität nicht so, weiß ich nicht, so für voll genommen habe. Klar, mir war immer bewusst, so ein Elektromotor geht richtig ab, aber dass das Ding einfach mal so über 65 drückt, ist schon echt gnadenlos unnormal. Aber noch ein Grinsen im Gesicht. Es fährt schneller als ein Serien-Simson-Moped und das hat schon mal was zu sagen. Okay, aber abgesehen davon, die Reichweite liegt so bei 30, 40 Kilometern. Wahrscheinlich eher so, ja, wahrscheinlich so 40, aber ich will jetzt auch nicht viel rumlügen. Wenn man Pech hat, muss man halt mit den Öffentlichen damit irgendwie hinfahren. Gestern bin ich auch liegen geblieben, musste mit dem Bus nach Hause fahren, aber was ist halt so. Naja, auf jeden Fall ist das nichts für Anfänger, das kann man auch noch dazu sagen. Man muss wirklich aufpassen und auch echt checken, dass alles fest an diesem Ding ist. Aber sonst so, Bremsen sind top, wie ich vorhin schon erwähnt habe beim Fahren. Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. Sieht auch alles sehr abgespaced aus mit richtigen Stoßdämpfern hier. Man sieht es ja, und es ist sehr Offroad geeignet. Wahrscheinlich würde man sogar noch 2-3 km/h rausholen, wenn man ein anderes Profil drauf hat. Aber für den allgemeinen Grip ist das hier vielleicht schon ganz in Ordnung, so vom Profil her. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen wieder mit mir. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch sowas habt. Oder erzählt eure Erfahrungen mit so E-Scootern der etwas anderen Art und Weise. Ihr habt es ja vorhin gesehen, der nette Herr vorhin hatte einen anderen E-Scooter gehabt, der auch ein wenig getuned war. Und er meint, das Ding schafft um die 30. Aber die Beschleunigung war ja abgrundtief schlecht, muss ich ja sagen. Es wäre nur ein Witz gewesen im Gegensatz zu dem Ding hier. Naja, so viel dazu. War auf jeden Fall witzig, dass ich jemanden gefunden habe, der sich mit mir kurz duelliert hat. Und dranbleiben, kommentieren, abonnieren für weitere coole Videos. Und wir sehen uns, Leute. Ciao.